jeder von euch hat zu Hause sicherlich einen PC stehen. Er gehört zu unserem heutigen Alltag wie ein guter Kaffee am Morgen. Doch viele von euch haben wahrscheinlich keine Ahnung, wie ein PC von innen aufgebaut ist. Das wollen wir euch in diesem Video ein wenig näher bringen und euch zeigen, dass man kein Informatikstudent mit Bachelor sein muss, um einen PC zu verstehen. Hier seht ihr eine normale Person vor dem Monitor kleben, nennen wir ihn mal Günther. Günther, weißt du eigentlich, wie ein PC so funktioniert? Nö, wozu denn? Hauptsache, die Kiste funktioniert. Seht ihr? Seid nicht wie Günther, sondern schaut euch lieber dieses Video an. Die GPU könnt ihr euch wie einen Maler vorstellen, der nach Anweisung der Daten auf den Bildschirm zeichnet. Vergesst aber nicht die Kühlung, sonst fackelt euch so wie hier die Bude ab. Das Netzteil oder die PSU versorgt alle Komponenten des Rechners mit Energie, ähnlich wie die Kantinenlady in der Cafeteria Schüler und Schülerinnen mit Energie versorgt. Nope. Das Mainboard ist der Hauptbestandteil des PCs. Ihr könnt es euch wie eine Autobahnkreuzung vorstellen, bei der die Autos die versendeten Daten oder Befehle darstellen, welche zwischen den anderen Komponenten hin und her fahren. Die Festplatte speichert Daten dauerhaft und kann sie zu einem unbestimmten Zeitpunkt wieder bereitstellen. Das Lesen und Schreiben dauert dabei länger als auf dem Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher speichert Prozesse und Anwendungen nur temporär ab, wie das Kurzzeitgedächtnis einer Person, welche sich Dinge nur für kurze Zeit merken kann. Verdammt, ich habe die Kühlung vergessen. Tja, dumm gelaufen. Der IQ der CPU ist für die Videolänge leider zu groß.